Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir spielen Transport Fever 2. Es ist heute erschienen am 11.12.2019. Und ein neues Spiel aus dem Hause Urban Games. Ich freue mich darauf, denn ich habe beide Vorgänger geliebt und auch sehr viel gespielt. Ich hoffe, dass das jetzt so ähnlich wird. Wir werden mal sehen. Das Einzige, was ich bis jetzt gemacht habe, ist den Sound einstellen. Ich hoffe, dass das einigermaßen passt. Also bei mir auf den Ohren passt es jedenfalls einigermaßen gut. Falls irgendwie irgendwas zu laut ist oder so, sagt einfach Bescheid. Gut, das zu dem. Dann wollen wir mal anfangen. Und zwar möchte ich ganz gerne ein freies Spiel beginnen, denn ich möchte meine Karte quasi schön erkunden und ein bisschen groß machen. Und da, also ich sag mal so, es wird am Ende natürlich wieder darauf hinauslaufen, dass er wahrscheinlich eine große Ringbahn so viele Städte wie möglich verbindet und dann die Bahn immer im Ring fährt, weil das hat bis jetzt bei den Vorgängern immer sehr gut geklappt, um dort dann sehr viel Geld zu machen. Gut, unser Seed wird sein Steel Games Studio. Denke mal, ne, kann man sich erklären. So, das sieht doch schon mal sehr schön aus. Das Ganze nehmen wir auf sehr groß. Das hat er sich gemerkt. Ich bin nämlich schon einmal durchgegangen. Er hat sich auch gemerkt, dass ich eine hohe Anzahl an Städten haben möchte. 21 Städte und 129 Industrien. Da sieht man auch, hier sind sehr viele kleine Industriebetriebe. Dazwischen sind diese gelben Häuschen und die weißen sind halt die Städte. Und wir werden uns natürlich dann erstmal um den Kern hier drinnen in der Mitte kümmern. Wahrscheinlich bis hier oben hoch und dann hier durch die Hügel dann irgendwann mal durchgehen. Und mal gucken, ob wir auch auf dem Wasser hier Industriezweige quasi aufbauen können und hier diese Stadt zum Beispiel über einen Hafen komplett versorgen können mit Materialien und Ähnlichem. Ich weiß nicht, ob noch weitere neuere Sachen dazugekommen sind an Produktionslinien oder Ähnliches oder ob das auch wieder noch tiefer geht oder sowas. Aber ich glaube, man hat jetzt bei dem Schritt, den man jetzt bei der Entwicklung gegangen ist, so wie ich das aus den Videos mitbekommen habe, mehr oder weniger erstmal Wert auf andere Simulationsfaktoren gelegt, als um die Erweiterung an diesen Industrien. Das war eigentlich schon relativ komplex, aber es gibt natürlich immer wieder Mods, die das wesentlich komplexer machen. So, dann gucken wir hier mal weiter. Wir möchten ganz gerne Benutzer definiert, das hat er sich auch gemerkt. Okay, die Einstellungen sind deutsch, gemäßigt europäische Fahrzeuge, Klima ist gemäßigt. Das nehmen wir so und das Startjahr nehmen wir 1850. Wir wollen ganz früh anfangen, Schwierigkeitsgrad machen wir auf Mittel, damit denn wenigstens ein klein wenig Herausforderung noch dabei ist, dass man wirtschaftlich arbeiten muss und nicht alles Mögliche sich instant leisten kann. Also, dass man durchaus auch die Chance hat, ein wenig finanziell mal unter Druck zu geraten. Ich weiß nicht, ob ich nachträglich den Schwierigkeitsgrad noch ändern kann, weil sonst hätte ich gesagt, okay, wenn uns das denn noch zu leicht ist, dass wir dann nachträglich vielleicht auch schwer noch gehen und das dann auf schwer noch spielen. Also, ich muss sagen, ich freue mich riesig darauf. Lade neue Spielinhalte über den Steam-Workshop runter. Wieso das denn? Da habe ich doch gar nichts angeklickt. Achso, das ist ein Hinweis darüber, dass ich das machen kann. Ja, es ist natürlich wieder sehr modderfreundlich gebaut, das Spiel. Und es haben natürlich sämtliche größere Let's Player oder beziehungsweise Influencer, oder wie man auch immer das nennen möchte, YouTuber, Streamer, Twitcher, das Spiel schon durchaus weiter gespielt und auch sehr viel schon gezeigt davon. Ich möchte es gerne spielen und würde gerne quasi dann euch auch teilhaben lassen daran, wie ich es spiele. Eigentlich zeige ich euch fast jedes Spiel, was ich spiele und wenn ich das spiele. Also es ist ganz selten mal, dass ich irgendwie privat noch großartig zocke. Die meiste Zeit seid ihr einfach mit dabei. So, das dauert jetzt aber doch relativ lange, das ganze Laden hier von der Karte. Aber gut, es muss erstellt werden. Wir haben auch sehr groß gewählt, jede Menge Städte. Da muss natürlich erstmal viel berechnet werden am Anfang, damit das dann auch funktioniert. Ich nehme mal an, dass mein Rechner das hier durchaus packen wird. Also sowohl grafisch als auch dann nachher mit den ganzen anderen Sachen und ich großartig ins Ruckeln gerät. Ich muss sagen, mein alter Rechner hatte bei einer sehr, sehr großen Karte auf Train Fever damals schon richtig Schwierigkeiten. Also da war es ganz schlimm, nachher Gleise zu legen. Das hat dann nachher fast gar nicht mehr funktioniert, weil er sich da ja regelrecht festgefahren hat bei den Einzelberechnungen für alles. Aber gut, das werden wir gleich sehen. So, erstmalig Texturenkompression. Jetzt haben wir auch noch einen Blackscreen, den wir bequatschen können. Na, das ist ja auch schon. Aber wenigstens die Musik geht weiter. Vorhin habe ich nämlich bei den Einstellungen in den ganzen, habe ich dann nicht mehr gesehen, dass die Musik weiterging. Deutsche Städtenamen, Straßburg. Okay, na gut. Was ist hier oben für ein Zeichen? Keine Warnung, das ist schon mal gut. Die Zeit ist momentan pausiert. Nein, ist nicht pausiert. Pausieren wir mal. So, willkommen.
Versorge deine Welt mit den nötigen Verkehrsinfrastruktur und mache den die mache mit dem Transportdienstleistung ein Vermögen. Lasse Züge über Schienen rollen, Bus und LKWs auf den Straßen, Kurven, Schiffe durchs Wasser gleiten und Flugzeuge in den Lüften schweben. Das ist ja erstmal ganz brauchbar. Beförre die Menschen auf ihrem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen, liefere nötigen Güter in die Städte und lasse die Städte wachsen und gedeihen. Falls du Hilfe benötigst, klicke auf das Fragezeichen-Button. So bekommst du weitere Informationen über die Menüs und Fenster. Oder noch einfacher geht der Einstieg ins Spiel über die Kampagne. Viel Spaß. Gut, wir haben 5 Millionen Dollar. Das ist natürlich schade. Warum kann ich die Währung in Dollar ist, finde ich jetzt ein bisschen... Na gut, okay. Aber in Europa halt ein bisschen Dollars. Also, klicke mit dem rechten Maustaste und bewege dann die Maus, um die Kamera zu bewegen. Jo, haben wir gemacht. So, kleines Tutorial kriegen wir rein, ne, damit wir ein paar Städte suchen können und ähnliches. So, Schönau haben wir hier, Mülheim, Schkopau, Plaster und Delaster, Schkopau, Entschuldigung. Was haben wir hier? Roding sagt mir nichts. Dornburg, Kamburg sagt mir auch nichts. Traunstein sagt mir was, das kenne ich. Böblingen sagt mir auch was. War ich zwar noch nie. Das finde ich ja gut hier. Das ist hier mein ein Ortsname hier. Mit dem Mausbasten, dann kann ich die Kamera... Ah ja, mittlere Maustaste. Button. So, wo ist denn hier der Name? Kirchberg an der Jagst. Das sagt mir gar nichts. Wüsste ich nicht mal, dass es im Fluss eine Jagst gibt. Marbach am Neckar. Na gut, das würde dann wahrscheinlich eher im Süden Deutschlands liegen. Kranichfeld. Okay, was haben wir denn noch da oben? Ich will mal ein bisschen so, dass wir die Städtenamen einmal alle gesehen haben. Berger Werra. Wiesental. Wiesental kenne ich. Da gibt es ein Dorf, was so heißt. Aber das ist nicht so groß. Dröshagen. Nee, was hast du? Dröshagen oder Drolshagen? Warte mal, das Reinscrollen ist noch ein bisschen. Drolshagen. Oder Drolshagen, ist ja kein Doppel-L. Drolshagen, okay. Und wenn ich jetzt hier, warte mal, kann ich jetzt hier Informationen und kann ich dann Kontextmenü. Das Kontextmenü für Informationen über verschiedene Menüs und Fenster zur Verfügung zu stellen. Den Inhalt passt automatisch in aktuellen geöffneten Menü oder Fenster an. Ah ja, okay. Dann kann ich mal hier draufklicken und dann haben wir hier irgendwo ein Fragezeichen oder nicht? Hier draufklicken. Das statt. Okay, das hat jetzt ein bisschen geploppt. Das Stadtfenster listet alle Faktoren des Stadtwachstums auf. Um die Faktoren zu verbessern, verbinde die Städte mit öffentlichen wie privaten Verkehr und liefere die benötigten Güter und Gewerbe- und Industriegebiet. Allerdings gilt es, überfüllte Stationen, Verkehrsstaus und übermäßige Emissionen zu vermeiden, da diese Faktoren negativ auf das Wachstum wirken. Mit diesem Tab ist es zudem ersichtlich, wohin die Einwohner zum Arbeiten und Einkaufen gehen. Okay, Ziele, Arbeitsplätze 53, Bewohner, Einkaufsmöglichkeiten, okay, das sehe ich dann. Baustationen in Städten, in Industrien, um Personen und Güter zu transportieren, ja, das ist schon mal sehr gut. Einen Flughafen haben wir noch nicht, weil Flugzeug ist noch nicht erfunden. Die Gebrüder Wright sind noch nicht am Strand unterwegs gewesen. Hier ist ein Ort namens Brandis, das sagt mir auch nichts. Wolkenstein klingt schön, sagt mir aber auch nichts, war ich auch noch nie, aber kenne ich auch nicht. Böhmisch Gmünd, das sagt mir wenigstens vom Namen her was. Gut, also keine Stadt, die ich jetzt so sehr bevorzugen würde, wegen dem Namen, wo ich dann sage, so, hey, die kenne ich wirklich ganz gut. So, hier wollten wir ja gucken, ob wir das mit dem Hafen ganz gut hinkriegen. Und wir wollten hier oben quasi bei den Städten anfangen. Hier, da könnte man so doch relativ schnell ein Netz aufbauen an zumindest Personenverkehr, damit das einigermaßen läuft. Mal gucken, ob die Städte wieder so sich so eckig entwickeln oder nicht. Das werden wir ja dann auch sehen. Was haben wir denn hier eigentlich überhaupt? Das ist so für Industrien. Mensch, was gibt's denn hier? So. Was ist das Weiße, was hier nicht überall rumfliegt? Sind das Schafe oder? Ach, das sind Felsbrocken. Alles klar. Okay, dann hat es hier aber mal ordentlich Felsbrocken geschneit. Mann, das sieht ja fürchterlich aus. So. Berger wäre Kohlebergwerk. Okay, das ist ein Kohlebergwerk. Das ist dann ein Wald Nummer 2. Das ist Eisenerzbergwerk. Noch ein Wald. Ich weiß nicht, ob Industrien später noch dazukommen, weil vielleicht eventuell über Zeit laufend oder so.
Hier haben wir Baumaterialien. Okay, da haben wir einen Steinbruch. Steinbruch und Baumaterialien, das klingt schon mal gut, ne? Denn hier brauchen wir Steine, dann kriegen wir die Baumaterialien raus. Jo, die Layer ermöglichen, ja, das ist auch interessant. Hier kann man verschiedene Layer anmachen, das werden wir im Laufe des Spiels dann früher oder später nochmal ein bisschen uns angucken. So, und hier können wir Baumaterial sogar loswerden. Also die verlangen sogar nach Baumaterial. Versorgung Baumaterial 0 von 46 und Nahrungsmittel 0 von 48. So, dann würde man sagen, Marbach am Neckar. Haben wir denn hier noch eine Nahrungsmittelproduktion? Irgendwo richtig in der Nähe? Eigentlich nicht. Schade, selber bauen können wir auch keine, ne? Also die Nahrungsmittel müssen wir schon von weit her transportieren. Was ist das hier? Die machen Werkzeuge. Hm. Sägewerk. Hm. Wo haben wir denn hier Nahrungsmittel? Ach, guck hier. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal einen Bauernhof und da ist eine Bäckerei, Lebensmittelfabrik, alles klar. Das ist ja, da müssen wir, puh, okay. So, okay. Also hier ist dann ziemlich viel zu bauen. Gut, dann wollen wir auch mal anfangen zu bauen, ne? Also, dann würde ich sagen, verbringen wir jetzt erstmal die Steine von hier nach dort und dann hier hinein. Und dann müssen wir mal gucken, das Baumaterial braucht ja wahrscheinlich das Industriegebiet. Schätze ich mal einfach, oder? Baumaterial? Wer braucht Baumaterial? Brauchst du Baumaterial? Du Güterbedarf Baumaterial. Du brauchst das Baumaterial hier hinten. Also in dem Bereich. Hauptsächlich brauchen wir das Baumaterial. Gut, das heißt, wir brauchen... wir machen erstmal... Was ist das denn hier? Gebäude. Straße will ich nicht bauen. Ich brauche eine LKW-Ladestation. Ja. Und zwar brauche ich die, um hier... Oh Gott, mal, die kann ich ja... Da kann ich ja fast... Oh. Ja, das mit dem Scrollen, das ist aber wirklich gefährlich. So, wie drehe ich denn das Gebäude? Wahrscheinlich mit R? Plattform Left, Plattform, ne? Tramgleis, ja, nein. Length 10 Meter, 30 Meter. Kollision mit einem Gebäude. Ich will aber gerne wissen, wie ich das Ding drehe. Da drehe ich die Kamera, das hilft mir nicht viel. Nee. Hm. Wie drehe ich denn Gebäude? Hm. Wieder irgendwie so eine... Das ist hoch runter. Okay, das haben wir schon mal gefunden. Also Semikolon und Doppelpunkt. Das war in dem anderen Spiel schon. Oder dem... Oh, jetzt mache ich... Jetzt habe ich irgendeinen Layer angemacht. Ups, das wollte ich nicht. Den Linienmanager mache ich da an. Auf L. Alles klar. Jo, das erklärt sich. So, das war bei dem anderen Spiel schon so eine ganz komische Tastengeschichte mit dem Drehen. Verdammt. Oh, Hilfe. Darf ich mal Hilfe? M und N. Da kommt mal einer drauf, auf M und N. Das mit dem Reinscrollen, dann müssen wir noch mal gucken, dass wir das vielleicht ein bisschen sensibler kriegen. So, weil ich würde sagen, nämlich wenn wir hier den hinsetzen, dann haben wir da können wir jede Menge Zeug anliefern hier, ne? Also... Das ist aber auch das. Wieso bauten sich denn nicht gerade dahin? Ich würde es gerne. Kann ich das mit Shift? Geht da noch feinere Einstellungen? Ja. Sehr schön. Okay, also mit Shift, M und N, dann kann man es noch feiner einstellen. So. Das ist für mich eine zentrale Lage hier. Da kann man durchaus mal mit einer LKW-Ladestation anfangen. Und sozusagen die Sachen hinbringen. Also die hat ja jetzt hier doch ein relativ großen Einflussgebiet. Da kann man einiges an Baumaterial loswerden. Und das haben wir jetzt als erstes hier. So, gut. Dann brauchen wir natürlich hier oben eine Verladestation noch. Die sich darum kümmert, dass hier... Warte mal, das steht hier auf der anderen Seite wahrscheinlich schöner. So, dann machen wir hier direkt am Eingang so nah wie... B darf man nicht drücken, okay. So. Bauen wir die so fast so nah wie möglich da dran. So. Kostet ja nur 100.000. Meine Herren, so teure Preise hier geworden. Das ist ja gar nicht mal so schön. So. Dann bauen wir die da noch dran. So, dann drücken wir mal Escape, damit wir das Menü nicht mehr dran haben. Dann werden wir uns natürlich, weil ich schon die Straßen erneuern, an sich kann ich da ja noch nicht allzu viel machen, ne? Unsere Pferde sind ja noch nicht so schnell. Gut, dann brauchen wir jetzt natürlich eine Station, wo wir die kaufen können. Straßenfahrzeugdepot. Ich denke mal, das ist genau das, was wir brauchen. Das werden wir natürlich auch in die Nähe der Stadt organisieren. Damit wir dort auch die Busse drüber kaufen können. So. Das sieht auch sehr schön aus, wenn das da steht.
So, das ist unser Depot. Hier können wir jetzt so Fahrzeuge drin kaufen und natürlich wollen wir jetzt hier Fahrzeugmanager ermöglicht das Kaufen und Managen von Fahrzeugen. Um ein Fahrzeug zu kaufen, wähle ein Depot in der Liste an und klicke dann auf Fahrzeug kaufen. Haben wir gemacht. So, hier kann man die Postkutsche jetzt kaufen, die brauche ich jetzt eher weniger, weil damit kann ich jetzt zwar Leute durch die Gegend kracheln, aber das bringt mir noch nicht allzu viel. Und ich kann aber das europäische Pferdefuhrwerk mir kaufen, was mir $23.890 kostet und auch nochmal $3.982 im Jahr an Unterhalt. Da kaufen wir jetzt mal, ach, ich kann gleich mehr kaufen, sehr schön, dann kaufen wir insgesamt 10 Stück. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, kann ich jetzt hier alle auswählen? Wunderbar, das ist schon mal sehr schön. Denn jetzt müsste ich dem nämlich eine Linie zuweisen. Da muss ich jetzt aber erstmal eine Linie bauen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal den Linienmanager. Ich brauche eine neue Linie. Und zwar fahren wir mit unseren Pferdefuhrwerken quasi hier hoch. Ah ja, macht hier schöne Geräusche. So, dann fahren wir damit hier runter. Und erste Linie erstellt, okay, mindestens 2 Haltestellen und dann fahren wir dorthin. So, ich würde sagen, das sieht nämlich ganz gut aus, wenn die nämlich den hier sich so gut eingetaktet haben und da laufen, dann können die nämlich alles schön machen. So, dann werden wir natürlich sagen, hier über diese Buttons kann man nämlich sagen, was man soll denn machen? Vollladen mit einer Fracht, voll mit der Lederfracht, natürlich nur vollladen mit einer Fracht, soll er sich hier oben, ne? Also hier soll er vollladen mit einer Fracht, da kriegt er ja dann die Steine. So, und dann haben wir, wo ist denn der zweite Halt? Der zweite Halt wäre hier. Da ist die Frage, wie schnell verarbeitet er das? Ne? Also wenn wir jetzt hier nämlich auch sagen, er soll nämlich vollladen mit einer Fracht, wird schwierig. So, da müsste ich jetzt mal ganz kurz gucken. Kann ich jetzt, muss ich hier noch speichern klicken? Nein, muss ich nicht. Okay, so. Du produzierst aus, sehe ich das irgendwie, Stein? Okay, Baumaterial, aber Was, der Lieferant ist Skopau Steinbruch, das ist ja sonst irgendwo. Okay, Abnehmer. Die haben auch richtige Abnehmer, okay. Also kann ich jetzt nicht einfach den Stein von hier irgendwo hinbringen, sondern ich muss den wirklich zu denen, okay. Interessant. Hätte ich nicht erwartet. Gut. Aber ich kann hier alles umbenennen, sehe ich gerade. Ah, das ist natürlich schön. Das gefällt mir. Oh, das wollte ich noch nicht. Escape. Oh Gott, jetzt hat die schon den neuen Namen. Na toll. Baumaterial Mülheim? War das Mülheim hier um die Ecke? Marbach. Naja, Mülheim, Marbach. Ganz nah dran. So. Baumaterial Marbach. Marbach. So. Okay, gut. Da haben wir wieder Sachen angeklickt, ne? Da wollen wir da voreilig einfach mal irgendwo draufklicken, zack und Feierabend und dann mal warten. So, jetzt haben wir eine Linie fertig. Ich weiß immer noch nicht, ob jetzt hier ein Stein ausreicht oder ein Bruch, was ist das hier oben, ein Baumaterial, ein Steinbruch ausreicht, um das denn hier herzustellen, aber das werden wir rausfinden. Wir werden nämlich unsere Straßenfahrzeuge, beziehungsweise halt im Linienmanager, Linie 1, da werden wir natürlich sagen, hier vollladen mit einer Fracht. So, und hier solltest du dich denn entladen mit einer, oder ja, laden nur entfahren. Entladen kann man nicht sagen, ne? Okay, also entladen wird wahrscheinlich immer. Na gut. So, diese Linie werden wir jetzt natürlich den Fahrzeugen zuweisen. Da müssen wir jetzt mal hier rein und können sagen, Straßenfahrzeuge. So, die sollen alle dort zugewiesen werden und im Straßenfahrzeugdepot, da kommen sie ja her. So, und jetzt sollte eigentlich hier, wenn wir jetzt da drauf drücken, sollten jetzt so langsam aber sicher die Pferde hier ausrücken. Hoffe ich zumindest. So, was haben wir denn hier? Jetzt blinkt hier alles. Linienstatistik sehen wir hier. Fahrzeugstatistik, okay. Wie lange wir es besitzen. Okay, das ist dann hier Typ Cargo. Marbach am Neckar. Abzweigung, Haltepunkt. Da müssen wir noch ein paar Namen verteilen, damit das schön aussieht. Oh, hier haben wir eine Städtestatistik. Übersicht. Wer was ganz gerne haben möchte. Biesenthal, Böblingen möchte das ganz gerne haben. Hier Baumaterialien zum Beispiel. Und die haben 215 Passagiere, die irgendwo hin wollen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wachstum haben sie auch ordentlich. Also da sieht man auch was. Aber irgendwie muss ich das jetzt noch irgendwie bestätigen hier. Warte mal, Linie 1. Ich würde gerne alle auf Linie 1 schicken.
Geht das nicht so? Ein Fahrzeug ausgewählt. So, und jetzt? Gewähltes Fahrzeug klonen? Nee. Nee. Fahrzeug verkaufen? Linie zuweisen. Oh, das tat weh im Ohren. Entschuldigung. Aber das geht. So, und dann sind die Fahrzeuge rot. Okay. In der Übersicht Errungenschaft freigeschalten. Erste Gütereinheit wartet. Sorge dafür, dass die Güter an Station warten. Ja. Da bin ich ja dabei. So, der läuft jetzt erstmal rein, säuberlich nach da oben, lädt sich dann voll und dann geht das dann hier runter. So, dann müssen wir mal gucken, wie viele Güter sich natürlich hier ansammeln. Interessant, wir haben schon, guck mal an, wir haben hier schon Lampen drauf. Das finde ich natürlich sehr interessant. Naja, gut, okay. Wie auch immer. So, da haben sie dann nicht angepasst an verschiedenen Epochen. Auch hier im Steinbruch ist jetzt doch schon eher so ein Gold Rush ähnlich moderneres Bauwerk. Na gut, okay. Gut, also das ist dann schon. Da können wir mit unseren Fuhrwerken noch vorbeikommen, komme ich ein bisschen altmodisch vor. So, was ist das für ein Fuhrwerk hier? Das ist ein ziviles. Ah ja. Wer sitzt da drinne? Holger Schmitz sitzt da drinne. Guten Tag, Holger. So, wer sitzt hier drinne? Johann Schuster. Na, wenn der mal keine Schuhe macht. So, haben wir denn noch hier Schönes alles? So, die erste Linie steht. Okay, das kann ja schon mal dann gehen. Die müssen wir jetzt nur noch umbenennen. Dann müssen wir ganz kurz mal die Linienverwaltung und dann sagen wir hier, das ist eine LKW-Linie, ne? Jo, danke. LKW. Wir sind da auch schon zukunftsorientiert. Wir wissen, es gibt später mal LKWs, also Lastkraftwagen und nicht nur ferne Fuhrwerke. LKW, Baumatt. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie das hieß hier. Marbach. An die Namen muss ich mir erstmal noch wieder gewöhnen. Das dauert eine Weile. So. Schluss aus Enter. So, dann Marbach. Lass mal Marbach. Ne? Marbach am Neckar Abzweigung. Das Ding, das müssen wir natürlich auch nochmal umbenennen hier. Das ist LKW Ladestation. Oh, erstmal schon mal richtig geschrieben. Marbach Baumatt. So. Dann wissen wir, dass das die Ladestationen für die Baumaterialien sind. Und hier müssen wir dann natürlich dann hier umbenennen. Demzufolge in Ladestation. Ich glaube, das muss ich mal abkürzen noch. In LS oder sowas. Ladestation Marbach Bach. Steinbruch. So, wie habe ich das hier genannt jetzt? LKW-Ladestation. Ah, okay. Ich glaube, das kürzen wir echt ab. Das machen wir mal LKW-LS. Machen wir da raus. Ja, das sieht besser aus. So, dann gucken wir mal hier oben. Dann machen wir dann hier oben auch LKW-Ladestation. Machen wir dann. Achso, da oben war es ja. LKW LS Marbach Steinbruch. Sieht doch schon mal ganz gut aus. 80 Mal Steinbruch wartet hier schon. Ich weiß gar nicht, wie kann jetzt ein so ein Pferd hier mit sich rumschleppen? Hallo Pferd. Du kannst 4 Einheiten mit dir rumschleppen. Okay, hast bis jetzt 1250 Dollar gekostet. Naja gut, das ist halt so. So, aber das sind erstmal schon mal die ersten 10 Gefährte, die unterwegs sind. Und jetzt müssen wir natürlich dann auch noch dafür sorgen, dass wir so ein bisschen Leute ein bisschen durch die Gegend kacheln in diesem Ort. Und natürlich müssen wir dann dafür sorgen, dass wir die Leute aus diesem Ort herausbekommen und zum Nachbarort hinkommen, nach Kirchbeck an der Jagst. An der Jagst? Jagst? Jetzt lernen irgendwann. Jagst, genau. Und dann müssen wir mal gucken, was haben wir denn hier hin? Hier haben wir Öl, hier haben wir, müssen wir einiges hinbringen, um dann Waren herzustellen. Okay, und hier haben wir dann Stahlwerk, das passt schon mal dazu. Das Stahlwerk, da müssen wir hier wahrscheinlich eine Brücke rüberbauen, dann kommen wir da dran. Holz haben wir hier überall, Holz und Bretter können wir da machen, okay. Kann man eigentlich aus Holz schon Waren direkt herstellen oder aus Brettern oder kann man Werkzeuge machen, ne? Irgendwas war da, irgendwas habe ich gesehen. Genau, hier kannst du dann die Bretter zu Werkzeugen machen. Werkzeuge sind natürlich auch sehr beliebt wahrscheinlich in verschiedenen Ortschaften. Gut, okay.
Das soll es aber erstmal gewesen sein für die erste Folge. Wir haben ein bisschen mal reingeguckt, wo was wie im Tutorial steht, beziehungsweise uns ein bisschen erklären lassen, wie man hier ein bisschen die Mausbedienung macht. Das ist hier schon wieder eine Pause. Auch noch nicht passiert, oder? Nee. So, das Straßenfahrzeug steht hier. Wir haben eine Errungenschaft verdient. Das geht ja auch rubel die Katze hier. Also laut Errungenschaften. Das erste Fahrzeug hat sich mit Güter vollgeladen. Hier liegen immer noch 79 Güter rum. Also wenn jetzt die alle durch sind, werden die wahrscheinlich immer noch 80 liegen. Das heißt, also, wir können da durchaus nochmal 10 Pferdefuhrwerke draufsetzen auf die Tour. Dann denke ich mal, also die sind ja hier wirklich relativ schnell verladen, dass das ein bisschen flüssiger läuft, nicht? Also, wenn die jetzt dann alle mit Malionen ankommen, dann ist natürlich hier erstmal der große Bedarf gedeckt hier an unserer Industrie. Ja, das läuft wieder wunderbar. Und ja, wenn wir denen, wie viel brauchen wir denn hier überhaupt? Ist das denn pro Monat gerechnet? Warte mal, Diagramme. Nee, wo war denn das? Stadtübersicht? Das war hier unten. Da. Wir sind Marbach. Da müssen wir jetzt mal gucken. Cargo, Mülheim, Marbach am Neckar. Die Stadt sind wir. So, 46. Achso, hätte ich ja die Stadt nachklicken können. 46 Stück brauchen wir hier. Und ich glaube, das ist pro Monat, ne? Wenn ich das richtig sehe. Und 143 Einwohner haben wir hier. Das ist dann hier vorne die Zahl. Hier sind es 141, 142. Naja, gut, 143. Da scheint sich noch ein bisschen die Geister zu scheiden dann drum. Aber das werden wir sehen, wie wir die noch durch die Gegend kriegen. Das aber alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.